Uhuhu. Oh, juicy. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind die besten und spaßigsten Handrunden die, in denen die Kills zwischen meinen Mates und mir schön aufgeteilt sind. Kurz gesagt, Teamwork. Gute Callouts, gemeinsames Pushen und Zurückziehen, Gegner zueinander locken, das Besprechen von Taktiken, risky Necroplays und schlichtweg gemeinsam als Team Gegner umzuballern, macht mir persönlich einfach deutlich mehr Spaß, als wenn ich die gesamte Lobby alleine ausradiere, was natürlich täglich passiert. Wenn aber mal einer von uns seine Highlight-Runde hat und quasi alle Kills macht, ist das selbstverständlich auch völlig in Ordnung und in einem guten Team freut man sich auch füreinander. Dennoch sind mir solche Runden, wie ich sie euch im heutigen Video zeigen werde, die liebsten. Außerdem werde ich in diesem Video auch wieder unser Gameplay etwas analysieren. Zwei Runden sind mit Lukas, eine mit Leon und in jeder spielen wir als Duo gegen Trios. In der ersten Runde, die by the way noch von vor Desolation's Wake ist, also noch in der Version 1.15, nähern Lukas und ich uns gerade einem der zwei Boss-Compounds, wo wir bereits Schüsse von hatten. Wenn mich jemand erschreckt, kacke ich mich, glaube ich, ein. No caps. Bitte, bitte, wirst du erschreckt. Na, some homies praying on my downfall. Of course, immer. Your downfall is my uprising. Die Klicks kommen ganz von selbst mit diesem Homie. Nicht unser Bounty hier. Aber wurde jemand angezündet? Gibt. Ist oben. Direkt da. Oh, da durch ein Fenster. Ich halte kurz. Okay. Was geht da draußen auch ab, Alter? War nicht tot. Eine Crown mit Slugs, Alter. Der Reptilian hat die Crown mit Slugs. Ich check nicht, von wo der schießt. Reptilian? Krass, dass kein Schuss trifft, Alter. Reptil macht irgendwelche Moves. Hit. Da ist noch einer. Das ist ein anderer. Oh, noch ein ganz anderes Team. Mann, ich check diese Wetterli nicht, Alter. Die sind beide da. Shot. Und glaube ich recht gut jetzt, Bro. Ja, das schon, aber ich muss es auch den Moment finden. Naja, keine Ahnung. Neues Team ist da, glaube ich. Da hinter der Mauer liegt eine feste, kannst du nur, wenn du das brauchst. Ich weiß halt nicht, wie gut es ist, zu dir hinzukommen. Platz hier oben am Muni. Schön. Reptilien, oder? Ja.
Der andere ist noch ein Ticken weiter draußen. Jetzt wurde ich weggesniped von sonst wem, Alter. Der eine kommt die Leiter hoch neben mir. Ich glaube, er hat auch irgendjemand gerüst. Kann mir vorstellen. Oh Gott, irgendjemand da draußen. Das ist ein Drilling. Keine Ahnung, wer das ist. Okay, das ist ein Arrival. Das war der von eben. Oh, hat Heavy Lemoni für mich nicht. Unter mir? Er blutet. Irgendwann wirft was. Schön. Einer down, ich weiß nicht, wer das war. Das Bounty. Nur noch einer da drüben. Bounty angezündet. Ein Banish wäre richtig geil. Ja, ja, ich versuch's. Muss noch auf das Bounty-Icon unten achten, dass da nichts aufsteht. Sehr schön. Wichtig. Der ist hier oben. Ja, ja, ja. Draußen lebt wieder einer. Ja. Mit dem Zaun. Deck dahinter. Verschnitt zur anderen Leiche. Ja. Wie geht man das hier? Impunched. Oh, juicy. Wieder direkt von... Oh gut. Das ist der... Das ist der Reptilian. Oder ein anderer. Let's go! Let's go! Da war ja noch einer! What the fuck? Ja. Holy shit, dude. Das war die allererste, die ich gekillt habe. What the fuck, Alter, Junge, was ging hier gerade ab? Aufgehoben. Ey, es sind mehr als 5. Wie viele sind's? Es sind mehr als 5. 8, okay. Auch gut. Hier ein ganz klarer Fehler meinerseits. Ich weiß nicht, wieso genau ich mitten auf dem Weg ohne jegliche Deckung stehen geblieben bin, um zwei andere Spieler abzuaimen, aber einfach ein paar Schritte weiter zu gehen, um das mit etwas mehr Deckung zu machen, wäre deutlich schlauer gewesen. Da muss ich mich auch nicht wundern, dass ich wenige Sekunden später einen Header kassiere. Glücklicherweise bin ich aber nicht alleine und Lukas fängt sofort nach meinem Tod an, mich mit Necromancer wiederzubeleben. Solche Fast Revives sind eine sehr beliebte Taktik von uns, da die wenigsten Spieler damit rechnen und selbst wenn ich sofort wieder umfallen sollte, ist das nützlicher Intel für Lukas, wo sich die Gegner gerade befinden und erhält dadurch vielleicht auch einen Opener. Außerdem steht uns dann noch der Banish offen, also ist es auch nicht so tragisch, wenn ich ein paar Balken mehr verliere. Nur Vorsicht, wenn ihr gegen Sparks oder andere High Damage Waffen spielt, denn euch fehlen durch Necromancer ja erstmal einige HP.
Ich benutze Explosives, vor allem schwächere wie Sticky Bombs oder die normalen Dynamite Sticks, gerne um temporär Wege abzuschneiden, damit ich mehr Zeit zum Wiederbeleben habe. Vor allem Sticky und Chaos Bombs sind dafür super, da diese 8 Sekunden brauchen, um hochzugehen. Die wenigsten Spieler pushen dadurch und gefühlt noch weniger haben Dauntless dabei, um diese einfach zu löschen, wodurch diese Taktik meist sehr gut funktioniert. Decoy Fuses sind dafür übrigens besonders gut geeignet, die haben nämlich einen 6 Sekunden Timer und ihr verschwendet auch kein Explosive dadurch. Ich hatte hier eigentlich gehofft, runterspringen zu können, ohne Fall Damage zu kassieren. Nachdem ich aber doch Schaden erhalten habe, wusste ich direkt, dass der Gegner im Bossraum das natürlich auch gehört hat, weshalb ich direkt die Treppe abgeaimt hatte. Sehr schade, dass ich ihn nicht getroffen hatte, sonst wäre das ein echt schöner Kill gewesen. War aber auch etwas risky, denn er hätte mich genauso gut töten können, allerdings hatte ich da die bessere Ausgangssituation. Nur halt leider kein Aim. Ganz dummer Move hier eigentlich. Glücklicherweise hat der Gegner hier verfehlt, aber dort so in die Offensive zu gehen, während Lukas im Bossraum fast am Verbluten ist, war ein unnötiges Risiko, das uns das Match hätte kosten können. Wäre aber ein schöner Kill gewesen, wenn ich getroffen hätte. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, ob ich bewusst auf die Explosion der Granate gewartet hatte, um die Tür zu öffnen, aber ich nutze die Chance einfach mal, um das als Tipp weiterzureichen. Durch die Explosion konnte der Gegner draußen nicht hören, wie ich die Türe öffne, weshalb er von mir völlig überrascht wurde. Laute Geräusche jeglicher Art sind super, um andere Aktionen zu maskieren. Achso, und sorry nochmal für den Audiofehler, wie bereits erwähnt, die Aufnahme ist älter, den Fehler konnte ich in der Zwischenzeit glücklicherweise fixen. In der zweiten Runde bin ich nun mit Leon unterwegs und wir befinden uns mitten im Desolation's Wake Event. In dieser Runde fokussieren wir uns sehr auf unsere Weekly Challenges, deshalb auch mein interessantes Loadout, wobei ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Wir haben vereinzelt Schüsse in Sweetbay gehört, aber auch außerhalb davon und Richtung Fort, weshalb wir uns sehr unsicher waren, wie viele Gegner nun eigentlich in unserer Nähe sind. Aber glücklicherweise haben sie klar zu erkennen gegeben, wo genau sie sich befinden. Der Clou ist rot. Oh, meine Hyphen hat was getriggert. Im Bossraum. Gerade, er ist noch nicht mehr rot, vielleicht ist es ein Solo. Fuck, muss der ganz schön nach oben. Ich hab was zum Anzünden. Oh, MT Karen und Uppercut, wild. Hier ist auch eine Laterne. Alles gut. So, kann ich in ihm drin stehen. Er hat Mails. Jemand hat gerade ein Ding genommen. Oder Ramp. Er hat gerade einen Balken wieder bekommen. Da ist jemand am Sealed Cash. Am Sealed Cash ist jemand. Seine Mates. Hit. 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 Das gönne ich euch nicht. Das ist so traurig. Jetzt war er überlebt. Gut, aber er hat einen Mate. Okay, da ist ein anderer Mate. Er hat auf jeden Fall zwei Mates. Und sie haben schon mal einen, ein Medkit gewastet. Hätte klappen können. Also einer ist richtig weit weggegangen Richtung Osten. Ein Priester mit der Statue hit. Das Problem ist, mit wem haben die aber gekämpft? Priester down. Sehr schön. Der liegt da. Nur die Frage, wo der andere ist. Ist in die Richtung da hinten abgehauen. Okay, ja. Aha. Ja. Oh ja, du kannst dich. Ach, scheiße, das war dumm, ich war da zu lange. Nice shot. Ich bin aus dem Fenster gefallen. Ja. Necro mich dann lieber. Ich weiß nicht, ob der dich da sieht, wenn du mich so rüst. Na, da war ich greedy. Ich hab keinen Dauntless. Oh no. Er hat's auch unten geworfen. Hoho. Lucky. Ist er schon drin? Nee, noch draußen. Hat wird eine Shotgun haben.
Oh nee. geil. Mann, ist aber. Oh, beim C-Cache. Nicht gut. Kommst du? Das ist so eine Kasse. Den kannst du nicht looten. Ja, aber ich will die Uppercut. Achso, das ist okay. Keine Munition mehr. Oh mein Gott, Bro. Mann, ich brauch doch Compact Ammo Damage. Das ist kein Compact Ammo Damage. So, oh. Konstantin-Falle. Bitte, ne? Vielleicht waren die den einen, du. Ah, MC Cash. Zwei Hits gemacht. Ich farm mir einfach so mein Combat Ammo Damage zusammen. Ich kill niemanden damit, ich habe die ganze nur Hits. Immer so 20 Damage oder so. Öffne ich. Hab ich mal das Wasser. Oh nö, wieso bin ich jetzt hier runtergefallen? Pushen. Oh, Long Ammo. Ich mach die ganze Zeit Hits, ne? Und Poison. Oh! Boah, Alter, die Fracky kommen aus dem Nichts. Alter, Junge, haben die viel. Deine Kampfwester. Er ist drin. Nice. Andere hat hier unten geöffnet. Einer schießt Poison. Holt rein. Oder eines. Eine kann unten rein. Ist noch draußen. Hit. Wir haben Bounty. Ist übrigens Muni. Lol. Ey! So nicht. So nicht, du. Ja, ich zünd den an, falls du noch looten willst. Okay, so dazu. Oh. Okay, ist gut. Nice. Noch einer? Crown. Nice, sehr gut, Leon. Sehr stark. Oh. Let's go. Das war nice. Das war ein guter Fight. GG, GG. Nice Fight. Ich denke mal, die meisten von euch haben mitbekommen, dass man, ich glaube seit Version 1.14, es von außen sieht, wenn jemand einen Restoration-Effekt erhält. Aber wusstet ihr auch schon, dass dasselbe für Leichen gilt? Inzwischen gibt es ja einige Möglichkeiten, eine Restoration zu erhalten. Boss-Banishes sind der Klassiker, aber auch die einzige Möglichkeit, die, nun ja, jeder mitkriegt. Selbst wenn du nicht direkt siehst, dass jemand die Restoration erhalten hat, kannst du es dir ziemlich sicher denken, welche Spieler nun wieder volle HP haben, sobald der Banish-Sound eintrifft. Bei Burn-Trades wie Rampage und Remedy oder auch dem Sealed Medkit gibt es keine laute Benachrichtigung für den gesamten Server, weshalb man sich nie sicher sein kann, wie viele Balken jemand hat, solange man die Person
Person nicht selbst ausbrennen sehen hat. Nach kurzer Überlegung, ob es sich hierbei nun um Rampage, Remedy oder das Seed Medkit am Seed Cache handelt, habe ich auf die Map geschaut und dann realisiert, wo wir uns eigentlich befinden. Direkt neben dem Seed Cache. Es war dann ziemlich eindeutig, wo die Restoration herkam. Und auch wenn das Event inzwischen vorbei ist, merkt euch das für zukünftige Events und auch andere Restoration-Möglichkeiten, die wir womöglich in der Zukunft erhalten werden. Wie schon in der Aufnahme selbst gesagt, ich stand da einfach zu lange am Fenster. Vergesst nicht, dass ein großer Bestandteil von Hunt Wallbanks sind und ihr auch nicht sicher seid, wenn ein Gegner kein direktes Sichtfeld auf euch hat. Schöne Schüsse von dem Gegner hier. Immer auf eure Umgebung achten. Ich renne ja schon an sich super ungern an roten Fässern vorbei, aber in den allerseltensten Fällen würde ich mich trauen, an einem vorbei zu schleichen. Ganz besonders, wenn ich kurz vorher nochmal durch Sprinten meine genaue Position verraten habe. Hier hätte Leon und mir eigentlich klar sein können, dass einer der Gegner unter uns in den Bossraum kommt, denn kurz vorher wurde eine Sticky Bomb auf die Tür direkt unter Leon geworfen. Glücklicherweise hatte er seine ersten zwei Schüsse verfehlt, sonst hätte das ganz anders ausgehen können. In der dritten Runde bin ich wieder mit Lukas unterwegs und wir befinden uns, glaube ich, in der ersten oder zweiten Woche des Events und auch hier nähern wir uns gerade einem der Boss-Compounds an. Allerdings ging dort bereits ein wenig Action ab und ich slappe mir direkt das Bounty von einer der Leichen unten im Bossraum, um uns einen Überblick zu beschaffen. Ich bin gerade dabei, die Mako an... Oh, du kannst schlürpen. Die Mako zu stress-testen. Mit Levering und einer Sparks Pistol, dass ich mich auch wirklich zwingen muss, Levering zu benutzen. Ja, ist interessant bisher. Ja, so, drei Stück unten, alle 120 auf der rechten Seite. Die zünden ein weißes Haus, oder? Ich jetzt nicht schon mal mit ihren Schrotzen. Einer ist da oben. Bro? What the fuck? Was? Es ist noch ein anderer 15 oben im Compound. Mhm. Bro, er ist runtergefallen, das kannst du dir nicht ausdenken. Moin! Oh mein Gott, er schaut hoch. Vorsicht. Ja, gut. Das ist ein bisschen Waste. Aber er brennt. Er hat ihn gar nicht aufgehoben. Nö. Oh, wow. Okay, es sind vier. Einer oben, drei unten. Okay. Oben immer noch nach 15, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob der in dieser Hütte ist. Oder Scheune, was auch immer. Ja, unten drin. Cyclone. Hier im Westen, bei den Heubalken. Hit. Oh. Hits. Down. Schön. Oh, ich werde von hinten abgeschossen. Das war knapp. Ich nehme schnell Bounty. Ja. Das Team von unten, glaube ich. Ah ja. Das war Bounty Carrier von anderen Bounty. Dass ich noch lebe. Einer unten, zwei oben ist jetzt, glaube ich. Okay. Es gibt eine Full Restock Box im Arsenal, also wenn du mal low sein solltest. Mhm. Ist nochmal ein Bundle. Okay. Ah. Kannst du mich jetzt sticken? Ja. Schau mal, ob ich die Leiche looten kann. Raus.
Hast du den hier schon gelootet? Ja. Oh. Ich zünde ihn noch an, oder? Hab einen gehittet, der ist nach unten gegangen. Ich habe eine gelootet? Ja, ich habe eine Feuerbombe. Okay. Also ich schau mal. Nur noch zwei Stück. Ne, drei Stück, sorry. Drei Stück. Einer unten und die anderen beiden sind da, wo sie vorne auf uns geschossen haben. Bei 150. Ich glaube oben. Ja, ist glaube ich echt oben. Ich habe noch eine Stamina für dich. Ich habe noch 12 Minuten. Alles gut. Oh Gott, die sind draußen. Ich hab bisschen Angst, was der andere macht. Ich weiß nicht, welche seine Mates sind. Ob er die resen kann. Er hat unten irgendwas aufgenommen, irgendein Trade. Und die Bounty? Die haben beide Bounty. Oh. Der andere ist unter uns. Wollen wir den unter uns schnell pushen? Ja. Hat halt vielleicht eine Schrotze. Shit. Ubox. Warte, ich hab eine Half-Bomb. Ich glaube, er wartet links. Oder rechts. Natürlich, Head Up. Nice. The Bees! Iron Eye hat er aufgehoben, okay. Zwei Stück sind, glaube ich, wieder im Compound, direkt da drüber. Mhm. Entzünde ich an, der ist im Wasser. Ja. Ah, ich habe ja keine, hab meine Feuerbombe gar nicht mehr. Die sind gedroppt. Ja, beide unten. Ich hab. Das ist ein Sticky. Oh mein Gott, sie ist im Öl gelandet, deswegen ist sie hochgegangen. Das hätte so schief gehen können. Das hätte so schief gehen können. Oh mein Gott. Ich fahre den Aufzug runter. Uwe-Muni. Ah? Zweimal Uwe-Muni. Doch kein Uwe-Muni, hat nur Longammo. Oh mein Gott, das hätte so schief gehen können mit dieser Sticky. Ach du Scheiße. Ja. Ich würde vielleicht das Sealed Cache einer oben, um meinen Balken wieder zu holen, oder? Ach stimmt, ich hab meinen Balken wieder. Ja, du kannst es gern versuchen. Oh. Er lebt. Der ist zweimal hit. Ich fühle mich persönlich an. Gott. Oh. Andere ist unten. Ich glaube, er hat einen gerest. Nee, ist immer noch. Okay, ich habe gelootet. Warte, ich mach das Fass da weg. Bist du noch anzünden, wenn du nicht lootest? Ich push. Direkt unter mir. GG. GG, that was a nice fight. Holy moly, Alter. War die auseinandergenommen, du. Aber schon gruselig at times, ist nicht? Ja. Hoi, oi, 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 oi.
Besonders in Compounds mit Kellern und im Kampf gegen mehrere Teams benutze ich Choke, Feuer und Konzertinabomben gerne zum Zonen, um potenzielle Überraschungen zu verhindern. Da Keller-Audio immer noch sehr merkwürdig ist, kann man sich besonders bei Eingängen wie diesen nicht auf seine Ohren verlassen und hat möglicherweise ganz plötzlich eine Shotgun im Rücken. Passt dabei nur auf, dass ihr euch nicht selbst potenzielle Flucht- und Pushwege versperrt. Hunt ist voll von Vault-Spots, bei denen man sich unsicher ist, ob die Level-Designer hier nun etwas übersehen haben oder einfach nur Genies sind, die gerne kreative Spieler belohnen. Ich liebe solche Vault-Spots und lerne immer noch nach 6 Jahren neue Spots. Hier habt ihr einen, den ich tatsächlich erst heute zum ersten Mal in einem Rachter-Video gesehen habe. Einfach so, weil ihr immer noch zuschaut. Das Beste, was man als Team machen kann, ist es, gemeinsam einzelne Gegner zu pushen. Lukas und ich wussten genau, dass der Gegner unter uns völlig allein ist und die anderen zwei einen großen Abstand zu uns haben. Die perfekte Situation, um sich den Rücken frei zu machen. Mein Plan war es eigentlich, die Sticky in den Raum vor uns zu werfen, wo sich die Gegner befinden, um besser pushen zu können. Die Sticky hätte ich dann mit Dauntless nämlich einfach wieder gelöscht, aber dass ich sie tatsächlich genau in die Ölspur geworfen hatte, war natürlich super unlucky. Das Glück im Unglück hat zumindest dafür gesorgt, dass die Sticky explodiert ist, bevor wir noch näher gekommen sind. Sonst wäre das nämlich ein unglaublich peinlicher Tod geworden. Nicht, dass mir sowas jemals wirklich passiert wäre.